Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Grounded im 0.2 Update mit neuen Quests. Wir gehen heute nämlich gleich davon eine an, nämlich die Grave Robbery. Da müssen wir, ich weiß noch nicht genau, ich probiere es jetzt selbst, wenn es zu lang wird, kürze ich es, damit ihr gleich nur die wirklich essentiellen, wichtigen Videos habt, Infos habt, für das vorbeischaut. Nämlich wir müssen meiner Meinung nach hier zu dem Ameisenhügel, ob es so ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, die Quest selber meint, A hill to the west is where you start your quest, ne? Da fällt mir eigentlich nur der Ameisenhügel ein. Straight through a rooted room gets you closer to the tomb. Oder tomb. Rooted room, wenn man bei einem Ameisenhügel reinrennt, ist so ein Raum mit lauter Wurzeln. Das hört sich danach an. Da gerade durch und dann irgendwie down the hole ist, down the hole lies a goal. Da fliegt man ja ein Loch runter, wenn man weitergeht, wo ich das Essen reingeworfen hat. Bevor wir jetzt da ewig weiterschauen, werden wir uns das mal geben. Aber ich brauche dann wieder was Neues zum Fliegen. Ich habe nämlich bald kein Flatterteil mehr. Und toll. Habe ich jetzt gemacht. Mit Ennis Autorun. Toll. Habe ich jetzt verhunzt. Habe ich voll vergessen gehabt. Sagt man das noch schön um? Ich will eigentlich nur die Blasblumen-Ding davon haben. Fallen die da vorne runter oder irgendwo? Gehen wir mal. Nicht vergessen, wenn es dahin geht, Ameisenrüstung anziehen. Was? Was ist da jetzt gestanden? Ich finde es cool, dass das alles highlightet, aber egal, wir haben ja was anderes vorgehabt. So, was werden wir jetzt finden? Machen wir schon zum Ameisenhügel. Da lang. Mal. Da ist er schon. Habe ich mehr seine Fackel mit? Scheiße. Ich bin super vorbereitet auf den Ausflug, gerade muss man schon sagen. Selbst Spring, wo um 5 oder 3 Grad ist. Dann sind wir wieder beim Ameisenhügel. Ihr seht es auf der Map. Wir stehen hier, bisschen über dem und neben der Fleet Station eigentlich, bisschen hier über dem Hügel. Dann craft man sich nur schnell noch die Torch. Torch Plus natürlich. Werfen das an und schauen da mal rein. What you got now? So, da ist mal der Hill. Hab ich damals platt gemacht. Den hänge ich schon wieder fest. So, der Raum mit den Wurzeln. Straight through. Mal lieber so gerade durch war das. Soldierin, look out! Ja, die sind da überall. Die buggen da auch schon wieder rum. Sind noch ein paar. Die habe ich irgendwann mal gekillt da. Oh, ja. Wo kann ich die nicht mitnehmen? Hallo? Egal. Da ist ein Loch. Straight through the hole. Ha! Und hier ist der Burgle Chip vom Anthill. Das war's? Leute. Okay, das war's. Jetzt müssen wir wieder zurück. Das ist mein ganzes Essen von letztens. Wow, die machen mir jetzt irgendwie Angst. Okay, das war's. Ich hoffe, der Part hat euch geholfen für die Burgle Quest. Was wir davon kriegen, das sehen wir, wenn wir dort sind.
Aber ich lasse noch drin, ich schneide den Rückweg. Und dass ihr nur seht, was man da rauskriegt. Also bis gleich. So, da sind wir wieder, beim Burgel. Schauen wir mal, was er mir zum Erzählen hat. Wow. Er hat den Processing Speed um 0,0003% erhöht. Wahnsinn. Schauen wir mal, was er Neues hergibt. Na, hat er nicht. Das sind auch nur allgemein neue Sachen. Das Meat Shield. Das ist zum Beispiel ein Perk. Das könnte man sich kaufen eigentlich. Das auch, das Increased Maximum Stamina. Das ist mir eigentlich egal. Ja, könnte die Maximum Health hochdrehen ein bisschen. Oder die Lungen. Kaufen die Lungen. Zack. Getcha, Dutcha. Okay, dann war's das. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet's wieder ein. Dann gibt's auf jeden Fall wieder neue Guides oder einfach Gameplay. Abo nicht vergessen, subscribed, dann kann ich weiter was machen für euch. Würde mich freuen. Kommentiert's was. Ich schreibe gern mit euch. Ihr seid die Besten. Bis dann und ciao.